Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Episode Part von Shenmue. Ja, wir haben das letzte Mal ja ein bisschen durchgefragt, haben leider momentan echt wenige Informationen, sind bis zur Nacht gekommen. Ja, und da habe ich mir überlegt, entweder wir machen noch ein bisschen durch die Nacht oder aber wir gehen schlafen. Es stehen beide Varianten aber auch zu, das heißt auch, wir können auch beides machen, da ich glaube, dass wir das oder so nicht so viel jetzt erfahren werden. Aber dennoch werden wir uns nochmal ein bisschen in dieser Nacht durchboxen. Wir haben ja jetzt bisher noch keine Nacht durchgemacht hier, haben das ja noch gar nicht richtig gesehen, wie das überhaupt alles abläuft. Und deswegen werden wir das auch jetzt durchsetzen. Schauen wir uns mal gleich noch so ein bisschen durch die Stadt um. Ich bin mal gespannt, wie das überhaupt selbst läuft. Ich habe das noch nie so lange durchgesetzt. Normalerweise ist für mich hier da schon Sendepause, dass ich dann hier schon auf Sleep gehe. Also schlafen und den nächsten Tag direkt begrüßen. Aber das ist ja jetzt der Punkt, ich war noch nie so weit, dass ich überhaupt in der Stadt richtig gewesen bin. Und das ist jetzt auch selbst für mich jetzt ein bisschen interessant. Okay, wir haben das letzte Mal auch nicht viel rausgefunden und die meisten Geschäfte machen so oder so zu. Aber wir können jetzt dennoch gucken, wir haben jetzt hier 9 Uhr, so wie die Uhr da zeigt, laufen gerade Richtung Süden und wieder Westen und so weiter und so fort. Ja, was haben wir denn noch das letzte Mal gemacht? Eigentlich haben wir uns nur so ein bisschen durchgefragt, viel ist leider nicht passiert und die kleine Zwischensequenz, diese, wo wir die ganze Stadt da sehen und das Sega-Schild, ach, ich finde das einfach genial, wenn ich nur daran denke. So ein Riesenschild, als wenn das quasi die Firma ist, die hier noch am Arbeiten ist. Also Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn, ehrlich. Und ja, deswegen werden wir uns jetzt auch mal so ein bisschen weiter mal rantrauen. Mal sehen, was wir uns noch so finden. So. Immer schön geradeaus den Weg. Ist ja hier die Straße entlang. Und schon sind wir wieder in der Stadt. Oh, das ist schön. Das ist einfach schön, hier so zu sein. Allerdings, wir müssen mal gucken, wirklich, dass wir nochmal zu dem Friseur kommen, denn wir müssen da auch noch irgendwie nach Informationen fragen. Ich weiß, hat der sogar Informationen. Es gibt zwar noch mehr, die hier Informationen haben. Und hier ist eine Kamera. Hier werden wir auch schön beobachtet. Leuchtet sogar schön. Hier ist geschlossen. Wie sind die Zeiten? 10 bis 21 Uhr. Ja, wir sind ein bisschen spät dran jetzt. Dass es geschlossen ist, ist es auch kein Wunder. Hier ist auch anscheinend zu. Aber das ist, glaube ich, die Wahrsagerin. Nee, offen. Bis 24 Uhr. Das war die Wahrsagerin, glaube ich. Da brauchen wir nicht nochmal reinzugehen. Hotdog-Strand hat auch schon zu. Also ich muss schon sagen, für diese Zeit, wo das Spiel rausgekommen ist, da muss so viel Arbeit reingesteckt sein. Das ist unglaublich, ehrlich. Hier zum Beispiel, auf dem Schild steht momentan nicht die Uhrzeit, die muss da hinten stehen. Bis 4 Uhr. Das ist also jetzt ja quasi ein Nachtlokal. Dann gehen wir doch mal kurz da rein. Willkommen! Die Türen gehen auch so offen wie im Club und wie der das offen macht, das sieht richtig, ja, stark aus. So, das ist also eine kleine Bar, in der wir uns quasi hier auch noch ein bisschen ansetzen könnten. Oh, ein Pooltisch. Können wir da vielleicht ein bisschen spielen oder können wir da nur zusehen? Ja. Interessant. Junge, kann ich vielleicht mitmachen? Oder hast du vielleicht Informationen vielleicht für mich? We're busy. Go ask someone else. Hätte mich auch gewundert. Aber naja, gut. Vielleicht hat dieser Herr hier was zu sagen. Sorry, kid. Try someone else. Go on, leave us alone. Natürlich nicht. Okay, spielen können wir natürlich hier nicht rein. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Aber das ist echt grafisch gut geworden. Also
Wenn ich mir so diesen Tisch hier ansehe, boah. Die Bälle können wir auch näher betrachten, das ist auch interessant, aber weiß man nicht, wofür das jetzt gut sein soll. Das war aber schon alles. Informationen hatten sie leider nicht. Ein paar Bilder sehe ich hier. Schöne Lampe. Ah, schauen wir uns mal hier um. Yeah? What? There's something I need to ask you. That day is snowed. Did you happen to see a black car? I see a lot of black cars. Unless you tell me a make or model. I'm afraid I can't say. Is that so? So, scheinbar hat er ja nur einige Sachen jetzt zu dieser Sache nicht zu sagen. Hier, der ist wahrscheinlich auch schon stinkbesoffen. Oh, no. Obwohl er ziemlich noch heller aussieht. Catch me next time. Aber es gibt leider hier keine Informationen. Schade. Aber es ist schön, hier drinnen gewesen zu sein. Also es ist schon interessant, was die hier alles schon aufgebaut haben. Also, wenn ich mir das so ansehe, das ist boah, einfach genial. Die Grafik, die ist wirklich richtig gut. Und da kann man schon einiges zu lernen. Was haben wir hier noch? Ein Nachtlokal oder sowas? Eine alte Frau, die wohl auch etwas bestürzt aussieht. If it's gonna take time, come over to the bar. I will. Bye-bye for now. Goodbye. Und ja. Schauen wir uns mal die Zeiten an. Ich wollte doch gar nicht rennen. Bis 3 Uhr, das ist auch für den Abend und die Nacht. Dann schauen wir uns doch mal gleich mal rein. Ich bin echt gespannt, was in dieser Nacht alles passieren kann noch. Das ist auch eine Bar. Da kann man leider nicht rein, ist wahrscheinlich auch nur das Klo. Saito-san. Yeah, what is it? The day it snowed. Did you see any men wearing black suits? Black suits? Yes. Black suits with black neckties. They were wearing sunglasses too. I didn't see anyone dressed like that. I see. Can't speak for what went on outside, but they sure didn't come in here. Keine großen Informationen anscheinend. Auf dem Bildschirm des Fernsehens ist auch noch irgendwas. Hi, Rio. Akemi-san. Na, ich will doch da nochmal draußen gehen. Also kann ich sie jetzt nicht. Ich kann die irgendwie nicht ansprechen. Komisch. Excuse me. Did you see a black car the day it snowed? Gee, I don't remember. Also muss man schon sagen, der. Ryu, der ist ja quasi. In dem Spiel könnte man sagen, wie so eine Art Detektiv und ermittelt halt danach. Excuse me. Halt bei dem Unfall seines Vaters. Did you happen to see a black car the day it snowed? I don't remember. Die Geschichte ist auf jeden Fall sehr interessant gemacht. So, wie ich aber schon sehe, wir sind schon wieder langsam am Ende. Oh Mann, wir haben jetzt hier gerade mal 2 Bars durchgeguckt und leider nichts gefunden. Hier ist noch eine Karaoke-Maschine. Oder irgendwie sowas. Kann man auch auf das Fernsehen, auf den Fernseher gucken. Ja, aber nichts damit machen. Ja, also wie die Zeit jetzt schon wieder rennt. Also das ist unglaublich. Wir werden uns jetzt auch langsam wieder begegnen. Und dann das nächste Mal. Vielleicht können wir uns nochmal so ein bisschen durchschauen. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich werde das nochmal bedenken, ob das überhaupt noch was bringt in dieser Nacht. Denn viele Läden sind zu. Und die Läden, die offen sind, sind meistens Bars oder sowas. Ich habe hier noch nicht viel gefunden, wo man hier noch rein kann. Und von daher
wir können ja mal das nächste Mal nochmal schauen. Aber jetzt haben wir heute wirklich nur zwei Bars ausgecheckt und hier ist einfach viel zu viel. Hier ist einfach so viel drin in dem Spiel, das ist unglaublich. Wirklich unglaublich. Und diese Vielfalt, selbst wenn viele Dinge hier quasi unwichtig sind, wenn das meiste von dem Spiel eher unwichtig ist, es ist interessant, was man alles so finden kann und was die alles eingebaut haben. Das ist für mich einfach sehr unglaublich für diese Zeit, wo das Spiel rausgekommen ist. Das kann man sich doch gar nicht mal vorstellen. Es ist schon schade, dass so viele Leute quasi viele Spiele, ja, man könnte sagen, dass so viele Spiele heutzutage nicht so gut gemacht werden manchmal. Also es gibt zwar Spiele, die sind zwar heute genauso gut, aber selbst wenn das Spiel hier nur mit Fragen und Antwortsuchen ist, es ist interessant aufgebaut und mal ehrlich, ein Spiel, in dem man quasi viel machen kann. Wieso kann ich jetzt nicht weiterlaufen? Hat jetzt irgendwie Probleme gehabt? Komme ich jetzt nicht mehr raus oder wie? Doch. Ja, ein Spiel, das so vielfältig ist, das ist unglaublich. Man kann einfach viel machen. Ja, ich bedanke mich mal wieder fürs Ansehen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wir sehen uns bei der nächsten Folge, Episode-Part von Shenyue. Und mal sehen, was wir dann natürlich noch machen. Entweder begrüßen wir den nächsten Tag oder aber wir schauen uns nochmal durch die Stadt durch. Und wenn wir uns durch die Stadt durchschauen, dann werden wir uns sicherlich noch ein paar Clubs ansehen. Bis dahin, tschüss!